früher Morgen am Hauptzollamt in Regensburg. Die Zöllner planen eine große Kontrollaktion in verschiedenen Unternehmen. Machen wir Recyclinghöfe und Autowaschcenter. Und ja, schauen wir noch, was es sonst auf der Fahrt, was es alles gibt. Stefan Reischl und Rudi Landsdorfer gehören zum Team der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Diese Zolleinheit beschäftigt sich mit dem gesetzlichen Mindestlohn, der seit Anfang des Jahres gilt. Also wir werden schauen, ob der Mindestlohn eingehalten wird, ob die Arbeitnehmer mindestens 8,50 Euro in der Stunde erhalten. Und das ist unser Hauptaugenmerk heute. Wir werden aber ganzheitlich prüfen, ob Sozialversicherungsbeiträge abgeführt wurden, ausländerrechtliche Bestimmungen. Aber der Hauptaugenmerk ist heute auf den Mindestlohn. Es geht los. Zahlen die Arbeitgeber den Mindestlohn? Halten sich die Firmen an das Gesetz? Als erstes prüfen die Zöllner einen Regensburger Recyclinghof. Unangemeldet. Grüß Gott, Ibrahim. Sind Sie die Inhaber selber? Ja. Okay, wunderbar. Wie viele Beschäftigte haben Sie momentan da? Wir haben fünf. Zur Stunde ist jedoch nur ein Mitarbeiter im Betrieb. Die Kontrolleure nehmen die Personalien auf. Woher kommt der Mann? Wie viel arbeitet er? Der Beschäftigte muss den Beamten sämtliche Fragen beantworten. So. Sie sprechen gar kein Deutsch? Wie lange arbeiten Sie hier? Der Arbeiter kommt aus Albanien. Zuletzt wohnte er in Italien. Due Giugno. Ah. Okay, 2. Juni. Wir nehmen die Daten auf, soweit es uns jetzt möglich ist, weil die Ansprache jetzt doch sich ziemlich schwierig gestaltet. Wir werden jetzt das, was aus dem Ausweis ersichtlich ist, beziehungsweise was wir uns jetzt erfragen, werden wir aufnehmen und dann den Rest über die Geschäftsunterlagen dann weiter ausfüllen und ergänzen und schauen, ob das alles passt. Haben Sie einen schriftlichen Arbeitsvertrag erstellt? Können Sie ja gleich fragen. Gibt es einen schriftlichen Arbeitsvertrag oder nur mündlich? Habe ich noch nicht vorbereitet, nein. Okay. Aber mündlich. Kein schriftlicher Arbeitsvertrag. Das lässt die Kontrolleure hellhörig werden. Wie hoch ist der Stundenlohn? In der Stunde wie viel Geld? Ohren, sag ich Ohren. 10 Euro. 10 Euro? 10 Euro, ja. Damit würde der Stundenlohn über dem gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro liegen. Wenn die mündlichen Angaben auch mit den Geschäftsunterlagen übereinstimmen. Das prüfen die Zöllner jetzt im Büro des Schrotthändlers. Aktuelle und alte Geschäfts- und Lohnunterlagen werden akribisch durchforstet. Das ist alles sauber. Die Angaben stimmen, was der Beschäftigte gemacht hat. Ich habe jetzt das abgeprüft mit den Lohnunterlagen. Also praktisch der Mindestlohn wird da bezahlt, der ist sogar drüber. Wirklich? Alles sauber? Eines fehlt noch. Haben Sie Stundenaufzeichnungen da? Ja. Die Stundenaufzeichnungen der Mitarbeiter. Wann hat wer wie lange gearbeitet? Die Dienst- und Überstundenpläne werden jetzt unter die Lupe genommen. Zöllner Rudi Landsdorfer ist auf einmal überrascht. Haben Sie da sonst noch Blatt vom August? Leider nicht, nein. Der soeben gefragte Mitarbeiter taucht in den Unterlagen gar nicht auf. Dem haben Sie nicht eingetragen. Alles im Computer. Also wissen wir auch am Mindestlohngesetz, dass Sie Stundenaufzeichnungen. Ja, das muss ich führen. Ja, das. Ich war auch selber in Urlaub. Das stellt jetzt praktisch einen Verstoß dar, der Aufzeichnungspflicht. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Gibt ja jetzt als Betroffener die Ordnungswidrigkeit bekannt, dass sie praktisch also die Stundenaufzeichnung nicht ordnungsgemäß uns vorlegen können. Das ist mein Fehler. Ich habe vergessen zu. Okay. Der Unternehmer zeigt sich einsichtig. Doch falsch oder unvollständig geführte Unterlagen können für die Chefs teuer werden. Auf den Schrotthändler könnte jetzt ein saftiges Bußgeld zukommen. Der erstmalige Verstoß wird regelmäßig bebußt mit 1250 Euro. Bei Vorsatz kann es bis zum dreifachen Satz erhöht werden. In diesem Fall hat sich zwar herausgestellt, dass er geständig war und auch das gleich eingeräumt hat. Aber wie das bei der Bebußung Einfluss findet, das entscheidet bei uns die Ahndungsstelle.
Die Zöllner machen sich auf den Weg zum nächsten Einsatz. Ein weiterer Recyclinghof in Regensburg soll kontrolliert werden. Wieder unangekündigt. Aber auf das Betriebsgelände wagen sich die Beamten noch nicht. Wir wollten gerade ein Objekt in der Dieselstraße prüfen, haben wir gerade festgestellt, dass das zu weitläufig ist und wir bräuchten da Verstärkung. Rudi Landstorfer und Stefan Reischl vermuten in dieser Branche besonders viele Verstöße gegen das Mindestlohngesetz. Oft handle es sich bei den Beschäftigten um ungelernte Arbeiter, denen die Chefs nicht viel Lohn zahlen wollen. Vom Areal von der Größe ist das zu groß. Da haben wir da zu zweiter gegangen, deswegen haben wir eigentlich angefordert. Und erfassbar jetzt einmal die Beschäftigten da drin. Alles klar. Ich denke mal, dass schon was drinnen ist, dass wir was aufdecken. Der Einsatz beginnt. Gleich zu Anfang gibt es Ärger. Der Inhaber des Schrottplatzes reagiert gereizt, ruft seinen Anwalt an. Der will die Zöllner am Telefon sprechen. Also den zeitlichen Umfang allein, da kann ich jetzt dazu noch keine Angaben machen, vom zeitlichen Umfang, wie lange das dauern würde. Der Anwalt kann die Kontrolle nicht verhindern. Der Zoll hat das Recht, jederzeit Betriebe zu prüfen. Aber wir dürfen in der Firma nicht drehen. Der Chef lehnt zudem jede Äußerung ab. Ein bisschen komisch jetzt war, wo wir mit gewartet haben. Es sind einige mit dem Mofa weggefahren, Autos sind weggefahren. Stellt sich die Frage, wären wir nicht gekommen, ob die dann auch weggefahren werden. Und das ist halt ein bisschen komisch, wenn dann Leute einfach dann verschwinden. Dann. Die Zöllner schwärmen aus, befragen jetzt alle Arbeiter, die noch da sind. Wie hoch ist ihr Verdienst? In der Abfallwirtschaft gab es in der Vergangenheit einen Branchenmindestlohn. Schon seit Jahren müssen die Beschäftigten hier über 8 Euro verdienen. Der Einsatz zieht sich über Stunden. Am Ende mit Erfolg für die Zöllner. Also es gab bis 30.06. einen Mindestlohn von 8,86 Euro. Ab da den allgemeingültigen von 8,50 Euro. Und der wurde nach derzeitigem Kenntnisstand immer unterschritten. Also sprich, den Arbeitnehmern haben nicht den zustehenden Mindestlohn erhalten. Bei den geringfügig Beschäftigten sollen Löhne in Höhe von mehreren tausend Euro nicht gezahlt worden sein. Die Vollzeitkräfte wurden offenbar korrekt bezahlt. Also wenn sie unter Verdacht bestätigt, ist auf jeden Fall ein Mindestlohnverstoß, also eine Ordnungswidrigkeit, aber hauptsächlich eine Straftat, weil auch Sozialversicherungsbeiträge in der richtigen Höhe nicht gezahlt wurden. Da geht es praktisch los vom Strafbefehl bis zur Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Noch vor Ort wird gegen den Firmeninhaber ein Strafverfahren eröffnet. Alle wichtigen Unterlagen werden beschlagnahmt. Die nächste Kontrolle ist ein Undercover-Einsatz. Die Zöllner sind in Zivil unterwegs, ohne Uniform. Sie wollen Geschäfte prüfen und nicht sofort erkannt werden. Wenn man reingeht, muss man natürlich den Blick schweifen lassen. Also das können Schichtpläne sein oder Urlaubspläne. Da müssen wir immer ganz gut zu zweit. Einer macht ein Geschäft für die Besprechung, der andere kann sich ein bisschen seinen Blick schweifen lassen. Die Unterlagen ein bisschen ob was im Geschäft da ist und so, das ist allem nicht schlecht. Nimmt den Arbeitnehmer auf und zum Schluss führt man das Ergebnis zusammen und versucht eine Lösung zu finden. Es geht in die Regensburger Innenstadt. Das Ziel, ein Friseurladen. Im Friseurgewerbe gilt der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro erst seit August. Grüß Gott. Grüß Gott. So, grüß Gott. Wir sind vom Zoll, wollen eine Routineprüfung machen nach dem Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz. Der Chef? Hallo. So, Sie sind der Chef? Ja, wunderbar. Zufällig jetzt gerade. Ja, hallo. Das passt. Auch hier muss der Chef die Arbeitsstunden seiner Mitarbeiterinnen genau dokumentieren. Das hat er auch gemacht, versichert er. Ein bisschen nervös, aber schon, weil er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Prompt hat Rudi Landstorfer etwas entdeckt. Es gibt 2 Stundenzettel. Mit verschiedenen Arbeitszeiten. Warum steht dann da 18.30 Uhr da oben bei dir oder da steht 17.30 Uhr? Nee, das ist jetzt bloß so, sie macht uns die Pläne, weil ich war nicht da, ich hatte Urlaub. Und dann ist es halt so, ich gucke mir das an, wenn es okay ist, ist es okay, wenn nicht, dann wird das geändert. Erklärungsversuche der Filialleiterin. Das eine sei der Dienstplan, das andere die tatsächlich gearbeiteten Stunden. 30, wo sie hier gearbeitet.
Zur Not können wir schauen, wir haben ja bei uns im PC sind ja die ganzen Uhrzeiten, wir haben ja ein Kassensystem und keine Registrierkasse. Da sieht man ja genau, wann der letzte ist. Dann könnte man nochmal nachschauen, was genau war. Okay. Also jeden Tag 1,5 Stunden kaufen. Stefan Reischl berechnet in der Zwischenzeit, ob die Filialleiterin den Mindestlohn erhält. Ich habe jetzt ein bisschen mitgeschrieben, die Dame, was ihre Arbeitszeiten angegeben hat. Die Stunden rechne ich jetzt mal hoch mit 8,50 Euro Mindestlohn und komme dann auf einen Auszahlungsbetrag von knapp 1.500 Euro. Laut Lohnabrechnung erhält sie aber 1.600 Euro brutto, ist also über Mindestlohn. Rudi Landsdorfer hat die Stundendaten in der Kasse geprüft. Die sind okay, aber die Aufzeichnung, sagen wir, ist formell eigentlich nicht ganz korrekt. Weil sie eigentlich zweierlei Stundennachweise haben, was für einer stimmt jetzt, dann verstehen sie. Und darum darf ich Ihnen bitten, dass immer, wenn sie was ändert, ist sofort im Abbinden. Mhm. Gut, wird gemacht. Okay. Nur eine kleine Beanstandung, sonst ist hier alles in Ordnung. Der Chef erleichtert. Ich bin ja froh, dass die Kontrollen gemacht werden, aber ich bin natürlich auch froh, wenn dann eben nichts gefunden wird. Weil mich hätte es natürlich jetzt geärgert, wenn jetzt an irgendeine Kleinigkeiten rumgeritten wäre, wo ich immer alles so ganz korrekt immer aufschreibe und alle darauf hinweise, dass sie alles sich anmelden müssen, abmelden müssen, rechtzeitig Bescheid sagen müssen, Überstundenplan sauber führen müssen. Wie gesagt, am Schluss liegt es dann an mir, an der Kontrolle. Aber ich bin auch froh, dass es trotzdem was Kleines war. Die Zöllner sind mit ihrem Kontrolltag zufrieden. 3 Betriebe, 2 mutmaßliche Verstöße, 1 Verwarnung. Die Beamten sehen sich als Anwälte der Arbeitnehmer. Es gibt natürlich auch Bereiche, da kann man auch froh sein, dass es jetzt einen Mindestlohn gibt. Und für unseren Wirtschaftsraum sind die 8,50 bestimmt nicht überzogen. Weil wenn man hochrechnet auf eine 40-Stunden-Arbeitswoche, sind wir bei 1.400 Euro brutto im Monat. Das ist eigentlich eh nicht viel, wenn man sagt, was die Mieten kosten, was die Lebenshaltungskosten sind. So lassen sie jeden Tag aufs Neue Arbeitgeber auffliegen, die den Mindestlohn umgehen. Und kämpfen damit gegen Lohndumping in Bayern.